Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Skyrama. Heute mal was anderes. Heute sind wir im Fenstermodus, nicht im Vollmüll. Und erstmal tun wir das Fundbüro-Roulette spielen. Wir haben zwei Freitreffen frei. Mal gucken, was wir gewinnen. Einhundert Passagiere und gleich nochmal. Ein Flugzeugteil. Ein Helm. Das hat später noch was zu bedeuten. Wir sind heute im Fenstermodus, weil ich gerade nachsynchronisiere, weil die Tonspur verloren ging. Zum Glück nicht die Ingame-Sound-Tonspur. Erstmal Passagiere einsammeln. Dann nach dem Quest schauen. Erstmal die Flugzeuglandung. Blumen, perfekt, die brauchen wir fürs Quest. Kamera, auch nicht schlecht fürs Event. Doppelte Erfahrung bekommen wir wegen Überflieger. MP3 Player. Naja. Wieder Money und Erfahrung. Perfekt, noch eine Blume. Und da war doch gerade was. Es fehlt eigentlich nur noch das Blumenkästchen. Noch schnell abfertigen, die Flugzeuge. Noch ein schnelles Flugzeug abfertigen. Nur noch 20 Sekunden. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Tanken. Jetzt doch beladen. Aber schnell, 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 schnell. Geld haben wir. Und mehr wollen wir nicht. Ja, weiter.
Da bin ich jetzt gerade im anderen Bildschirm gewesen, weil ich parallel im anderen Browser meinen Zweitkanal offen hatte und da etwas Abhilfe geschafft habe. Da ja. Da kaufen wir mal ein stilles Örtchen, das brauchen wir ja für ein Quest. Wie stellen wir es hin? Ja, so. Ein Flugzeug und ein Hangarplatz. Und das war gerade das Zeichen dafür, dass bei einem Buddy ein Flugzeug angekommen ist, zumindest eins in Anflug ist. Müssen wir mal gucken, ob man da noch was holen kann. Ja, das geht. Das passt da perfekt rein und perfekt. Eigentlich Geldverschwendung. Ich bekomme 60 und 6 Erfahrungen und zahle dafür 130. Naja, egal. Jetzt erstmal die Flugzeuge landen lassen. Das wird etwas schwierig. Nächstes, was ich mal tun müsste, wäre noch mehr Parkpositionen zu kaufen, aber das kostet auch wieder Geld. Das ist halt schwierig. Aber das werden wir alles regeln in diesem Let's Play. Schnell abfertigen, was Essire holen, noch mehr Quests, na toll. Kann ich sowas von nicht leiden, eigentlich. Ich hatte 10 Flugzeuge, okay, das ist kein Problem für Tagesquests. Jetzt die noch schnell abfertigen. Und das seht ihr schon. Das sind Herzen. Die haben was mit den Buddies zu tun. Lass mal die jetzt schnell wegschicken und die nächsten holen. Weil die sind nur zeitlich begrenzt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, bekomme ich keinen Bonus, beziehungsweise weiß überhaupt gar kein Geld. Eine Minute, das wird schwer. Alles schnell einsammeln, nächsten landen, ausladen, einsammeln. Ausladen und betanken. Einladen und betanken. Alles schnell einsammeln und losschicken. Nicht jetzt. Weg, 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 weg. Schnell los, los, los. Einsammeln, einsammeln und los. Habe ich irgendwas Neues bekommen? Ja, den roten. Und Flugzeugwerkstatt. Stellen wir gleich hin. Damit können wir die Flugzeuge tun. Wie genau, das zeige ich in einem anderen Part. Dürften jetzt mittlerweile im vierten Part sein. Was brauchen wir denn?
Pinien und Bäumchen. Und starten 1930er Razor Hunger. Dann tun wir das mal. Wir haben gerade noch einen bekommen. Perfekt. Starten wir beide. Mal kurz reingucken. Okay. Los, los, los. Dann mal. Achso, und keine Sorge. Nächsten Part wird's nicht nachsynchronisiert. Das ist wirklich nur dieser Part. Dann mal starten. Wow. Da haben wir 100 Aircoins und 50 Passagiere bekommen. Sammel 3 Souvenire, also die Postkarten, die kriegen wir aus Deutschland. Dann machen wir ganz einfach und schicken da noch mehr im Flugzeug hin. Auf, das geht doch recht einfach. Was ich nachher hoffe, dass das im anderen Account Überforderung reagiert. Ich glaube, das mache ich auch vorerst nicht nochmal, dass ich mit beiden Accounts parallel aufnehme. Das führt wahrscheinlich nur dazu, dass ich nachsynchronisieren muss. Aber das will ich nicht nochmal. Luschigen die Flugzeuge. Da war wohl was nicht ganz in Ordnung. War ich jetzt gerade im anderen Account, jetzt die schnell arbeiten bzw. abfertigen, betanken erstmal, beladen. Und dann losschicken. Noch kurz warten. Ich bin wahrscheinlich da dann gerade im Anfang gekommen. Und arbeitet da zwei Stück. Jetzt geht's los. Jetzt fort, fort. Bringt die Geld ein. Ich bin geil, geil YouTuber. Brauch Geld. Naja, eigentlich nicht. Wenn ihr weißt, sind vor meiner Just-Zeit keine Werbern oder sonst was Zeug da. Das heißt, ich bekomme auch kein Geld. Jetzt nochmal gucken bei den Souvenirs, ob da irgendwas ist. Nein.
So wie es aussieht, werde ich wirklich nur bei einem Part parallel auf beiden Accounts aufnehmen. Jetzt erstmal etwas Geld verdienen. Ich bin ein geldgeiler YouTuber. Also für die gelben Flugzeuge kriegt, hat man genügend Zeit, um die leicht abzufertigen. Die gehen einfach leicht. Sind auch nur hilfreich, wenn man gar kein Geld hat. Jetzt heißt es warten. Ich kann euch ja natürlich jetzt mit was für Sachen zu quatschen. Anscheinend war da gerade wieder ein Fehler. Erstmal wieder auf mehr Flugzeuge landen. Flugzeuge im Radar, die angesind. Wie jetzt schnell noch den gelben abfertigen. Ja, ich nenne die einfach nur noch die gelben. Die gelben Engel. ADRC. Schnell verdient Geld losschicken und den nächsten runterholen. Die brauchen noch etwas, den jetzt schon noch aufladen lassen und dann gerade noch mehr Flugzeuge in war da gelandet. Kann man kurz drüben gucken, was da los ist. Flugzeug immer da. Jetzt kann man die noch schnell landen, aber ach stimmt, der hat ja nur eine Bahn. Schnell den anderen noch abfertigen, in den Hangar frachten, damit ich den nächsten Vogel runterholen kann. Und da war gerade schon ein Quest wieder erfüllt, kommen Nordcoins und noch was, das habe ich gerade nicht richtig gesehen. Da sind Flugzeuge und Ultraleichtflugzeuge und da ist wieder dieser Drohne. Oh, anscheinend trägt mein Laptop das nicht. Ich glaube, ich gleich die Aufnahme beenden. Anscheinend ja, jetzt den noch landen, abfertigen
und dann zum Ende kommen. Den die jetzt auch noch. Und um ehrlich zu sein, ich weiß sehr, was die Meldungen sind. Die Meldungen wollten mir sagen, dass die Arbeitsspeicher zu voll ist und dass der nicht verträgt. Aber jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part.